Hey, Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Bisschen Langeweile. Wer sich wundert, warum wir jetzt plötzlich an einem anderen Ort sind, beim Spiel gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie man es spielt. Entweder komplett chronologische Reihenfolge oder mit Zeitsprüngen. Und nach baut sich dann das Spiel so zusammen. Und wir haben jetzt den Modus gewählt, wo man Zeitsprünge macht. Also mal ist man bei der Zukunft, mal in der Vergangenheit. Ist auch mal eine ganz schöne Abwechslung, weil man so viele interessante Dinge erfährt, die im Spielverlauf gar nicht mal so blöd sind. So, wir gehen mal weg vom Fenster. Hier sind wir anscheinend noch zu Hause bei den Eltern. Nicht in diesem Krankenhaus oder wo wir gerade waren in der vorherigen Szene. So, da ist ein Sofa. Ah, können wir ein bisschen Fernsehen gucken? Zeichentrickserie. Oh, das war ausschalten. Ah, egal. So, wir stehen mal wieder auf. So, können wir da Mom irgendwas helfen oder mit ihr sprechen? Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Okay, schade. Wir hätten noch helfen können. Okay, da können wir uns hinsetzen. Okay, damit kann man rausschauen, wenn wir die 1 gedrückt halten, okay. So, wir schauen mal weiter. Ah, die Garage, okay. Da können wir aber nichts weiter machen. Können wir rausgehen? Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Oh, wir dürfen nicht? Okay. Können wir hochgehen? Ja. So, wo geht's hier nach links? Ups. Erstmal gegen die Wand laufen. Ah, das ist unser Zimmer, so wie es aussieht. Puppen spielen, genau. Hey, Feenblüte! Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Links? Achso, Shift. Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Tolles Auto? Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Mhm. Ups. Achso, ich muss mehrmals drücken, okay. Wow, diese Geschwindigkeit. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Ich muss hier sehr viel interagieren mit der Maus und Tastatur. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Oh. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. So, wir kennen jetzt den Namen von unseren
Freund von unserer zweiten Seele. Und zwar ist das Aiden. Und in dem Alter scheint sie schon zu wissen, wer das ist. Oder hat zumindest ihn schon indirekt kennengelernt. Boah, Tastenkombis. Oha. Das ist ein Arschloch. Können wir zum Aiden hin? Ah, es geht sogar. Okay. Okay, wir können uns hier umschauen. Aber was machen können wir, glaube ich, nicht, ne? Ich gehe mal wieder raus. Okay, hier können wir ja nichts weiter machen. Dann gehe ich mal die... Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Okay. In der Garage waren wir vorhin schon. Wie ist er da runtertappt? Ups. Die Kameraführung ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, einmal rein hier. Licht anmachen, sonst sehen wir nichts. Okay, die Musik wird ein bisschen bedrohlich. Da steht nicht so eine Puppe in die Garage. Halt. Schnell wieder raus hier. Was ist das für Geräusche? Ist das Aiden? Das ist doch kein Aiden. Sehr merkwürdig hier. Schnell wieder raus. Okay, einmal zur Mom bringen. Danke, Schätzchen. Können wir jetzt mit dir reden? Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Oh. Komm her. Jetzt besser? Ja. Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleiner. Okay. Jody sieht ein bisschen traurig, aber auch verängstigt aus. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay. Jetzt dürfen wir raus. Ah ja, ganz wichtig. Erstmal eine warme Winterjacke anziehen. Grüne Winterstiefel. Ah, es ging schnell. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Ach so, wir... Okay. Wir dürfen anscheinend nur in den Garten rein. Da ging's doch da hinter der Küche raus, ne? Ja, genau, hier. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Nee. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Stapft sie durch den Schnee. Ja, die Animationen in dem Spiel sind echt gut hingekommen, also echt gut gemacht. Oh, vielleicht können wir mit Fußball hier spielen. Das sieht so auffällig aus. Boah, ein bisschen dagegenlaufen, das war's. Wir haben eine Schaukel im Winter, auch so schön. Oh, da kann man drauf, okay. Schubst du mich an, Aiden?
Ausnahmsweise. Und zack. Ups, das war die falsche Richtung. Oh, ich höre Kinder. Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Tut mir leid, ich wollte gerade zu den Jungs da vorne. Komm schon, los auf ihn! Machen wir schnell bei Schlacht oder was? Ja. Au, au, das ist kalt! Können wir uns hier vorher mit einem umsehen? Ja. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir! Okay, wir schauen mal, ob wir mitmachen können. Das wirst du bereuen, Fiesling! Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Ja! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Nee, sie merkt es halt, sie steht nur am Fenster und wird sehen, ne? Egal. Einmal nach oben. Hä? Ach, Mausrad. Ach, ich bin so doof. Ach nee, mit beiden. Hä? Du könntest auch mal helfen, Aiden. Echt so. Aiden, du bist der Beste. Ha, weiß ich. Achso, hier wäre der Tastenkombi. Hey Jody, willst du mitspielen? Natürlich. Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Bam, voll auf die Fresse. Hey, du kriegst mich nicht. Aua. Das war knapp. Hey, schon los auf ihn. Aua. Soll das? Ups. Wirft gegen einen Zaun und freut sich. Jetzt aber, jawohl. So, erst linke Maustaste und dann Schiff. Hey, das ging daneben. Jawohl. Hey, das ist fies. Aua, aua, aua. Und hier in Deckung gehen. So, der ist das nächste dran. Jawohl. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Hey, das macht man nicht. Das ist voll gemein. Oha, der übertreibt aber ganz schön, ey. Sorry, Junge, aber... So geht's nicht. Oha. Was haben wir jetzt gemacht? Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jody Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Verdammt. War nicht so gut. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger. Nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht.
Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Okay, wir haben einen Eiden, mit dem können wir das Licht anscheinend anmachen. Oder macht ihr hier nur Unfug? Komm, ich will sie schlafen lassen. Ich will jetzt keinen Mist hier bauen. Die ist sowieso schon ein bisschen verängstigt, die kleine Jodie. Was war das? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Richtig. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Genau. Ist das fiese, ey. Jodie! Lass mich! Jodie! Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Oh Mann, mein imaginärer Freund. Oh, wir haben keine Kekse gegessen. Mist, wir haben die Kekse übersehen. Garage rechtzeitig. Okay, da wäre noch irgendwas passiert, wäre man nicht schnell genug aus der Garage. Gut benommen, okay. Und Schuhkarton übers... Schuhkarton? Okay.